Das mal wieder so ein kurzer Update-Vlog. Es werden sich hier nämlich wahrscheinlich ein paar Dinge ändern. Ich fange mal mit einer Kleinigkeit an, oder vermeintlichen Kleinigkeit. Und zwar ist mir bei den Vlogs, also ich weiß das schon lange, es geht um das Mikrofon, was ich benutze. Das Mikrofon ist ein bisschen zu gut, könnte man sagen. Und zwar zu gut in seiner Richtwirkung. Das ist beim Vloggen manchmal echt ein bisschen schwierig, vor allem wenn man irgendwie zu zweit nebeneinander ist, wenn ich noch andere Leute mit involvieren möchte. Weil sobald man irgendwie hier drüben sitzt, kriegt man einfach gefühlt keinen Ton mehr gescheit rein. Und das hat mich in letzter Zeit häufiger genervt, wenn ich irgendwie mit Carina im Auto sitze oder mit Joscha am Set stehe, dass man die Leute drumherum wirklich nicht gut hört. Das heißt, man muss die Kamera immer straight dahin richten, wo Ton herkommt. Und das weiß man beim Vloggen natürlich nicht immer. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal mit einem anderen Vlogger-Mikrofon. In der Hoffnung, dass das ein bisschen weniger gerichtet ist, sind laut Hersteller beides Hypernieren. Aber es gibt irgendwie nichts anderes. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Hyperniere von Röhde, ich nutze das Röhde NTG, NTG Videomic oder so, das ist wahrscheinlich einfach ja schon fast eine Keule. Und das möchte ich verhindern. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal mit dem Ding von Joby. Keine Werbung, ich habe dafür bezahlt. Ich probiere es wirklich einfach mal aus. Im Idealfall kann ich jetzt einen coolen Umschnitt machen von das ist das Röhde. Und das hier ist immer noch das Röhde, weil ich das hier erst aufladen muss. Das ist komplett leer. Die nächste Änderung in Anführungsstrichen. Wir haben uns ja einen Hund adoptiert. Und Socke wird sich daran gewöhnen müssen, häufiger mal mit ins Büro zu kommen. Und heute ist der erste, Sockes erster Besuch im Büro. Ist auch eine ganz gute Situation, weil ich bin gerade mehr oder weniger allein. David ist da, aber sonst niemand, das heißt, es ist relativ ruhig und der Süße kann sich erstmal hier so ein bisschen dran gewöhnen. Es ist ein kurzer Besuch, wir werden uns an Regeln halten, wir sind relativ streng in der Erziehung. Ich bin gespannt, wie es läuft und dann kann er hoffentlich häufiger mal mit mir hier hängen. There they are. Doggo! Okay Leute, beruhigt euch, Socke ist hier. Jetzt seid doch mal ruhig. Beruhigt euch mal. Ist so hype. Die nächste Änderung ist tatsächlich auch des Vloggens geschuldet. Ich habe jetzt häufiger wieder irgendwie mein Handy benutzt, um zu vloggen. Und meins war ohnehin irgendwie komplett durch, mein altes. Deswegen habe ich jetzt einfach mal was Frischeres geholt, wo ich auch zwischendurch einfach mit dem Handy was filmen kann. Das sieht dann so aus. Ist mittlerweile auch ganz okay, oder? Und ich muss sagen, dieser Fake-Kino-Look, also dieses Fake-Bokeh, das ist okay. Für unterwegs mit dem Handy. Hallo. Die Kamera zoomen, den Hund zoomen. Hallo. Ja, nur so am Rande. Die dritte und wichtigste Änderung, oder ist mittlerweile die vierte, die nächste und wichtigste Änderung Thema hatte ich schon mal irgendwie angesprochen im Podcast und ich glaube auch im Vlog. Ich habe ja gerade diese krasse Dissonanz zwischen Vlogs auf der einen Seite, Making-ofs auf der anderen Seite. Die Making-ofs sind super high-end produziert. Die Vlogs, wenn ich nicht gerade ausgeleuchtete Settings habe, nicht. Da geht es um Storytelling, um schnell Geschichten erzählen, ums Mitnehmen. Ich finde das auch cool. Ich mag beide Formate sehr gerne und ich möchte beide beibehalten. Was ich aber merke, ist, dass die Making-ofs gerade viele neue Leute ranholen, viele neue Follower dazukommen, die mit den Vlogs wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Und meine Sorge ist dann, dass die Making-ofs total untergehen, weil niemand mehr weiß, was ist was. Deswegen denke ich, werde ich eine Art Making-of-Kanal aufmachen. Einfach einen Zweitkanal, um Vlogs und diesen sehr spezifischen Filmkram, nenne ich es mal, zu trennen.
Dann könnte ich auf diesem technischen Kanal auch die Shorts hochladen, die ich auf Instagram zum Beispiel mache. Die sind ja deutlich technischer, da sind eher so Kurztutorials. Und ich finde es schade, dass ich die nicht auf YouTube platziert bekomme, weil ich auf diesem Vlog-Kanal nicht noch Shorts zwischenballern will. Aber ich glaube, da drüben werden die dann gut positioniert. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das noch ein theoretischer Gedanke. Ich glaube, ich möchte es gerne machen. Trotzdem gebe ich erstmal die Frage an euch, ob ihr das annehmen würdet, ob ihr das auch so seht, ob ihr auch merkt habt, dass diese Diskrepanz da besteht. Oder ob ihr sagt, ihr guckt eh jedes Video, aber dann hoffe ich, würdet ihr auch jedes Video auf zwei Kanälen schauen. Ich merke auf jeden Fall, wie mich das so ein bisschen hemmt. Auf der einen Seite traue ich mich dann in den Vlogs teilweise nicht, die Inhalte so zu machen, wie ich sie eigentlich gerne machen würde, etwas mehr vloggig aus dem eigenen Leben heraus. Weil ich immer das Gefühl habe, dass ja so viele Leute hier nur für Filminhalte sind und das hemmt mich. Und dann gleichzeitig sind aber vielleicht die Leute, die für die Vlogs da sind, können dann mit diesen Making-of-Sachen nichts. Ich finde es schwierig. Eigentlich wollte ich das nie so richtig trennen, aber es belastet mich jetzt schon eine Weile und ich habe das Gefühl, es hält mich auch zurück. Deswegen lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Ja, aber kann sein, dass das bald kommt. Ich bin jetzt mehr oder minder fertig hier. Mhm. Ich habe auch schon echt Hunger. Sollen wir einfach was bestellen? Wir können auch was bestellen heute. Hast du auf was Besonderes Bock oder was? Na, einfach irgendwas Ekliges. So, ich kann das jetzt aber hier nicht einfach liegen lassen, ohne nicht zumindest mal das neue Mikrofon auszutauschen. Das neue Mikrofon dran zu machen, auf die Gefahr hin, dass ab jetzt der Ton entweder gar nicht mehr da ist oder kacke. Ist aber auch, wir sind bestimmt kurz vor Ende, ne? Let's switch it up. Okay. Ich hoffe einfach, dass wir überhaupt Ton haben und dass es irgendwie klappt. Schauen wir mal. Ja. Probieren wir es einfach. Hallo? Jo. Hi. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend noch. Let's go, ich hab so Hunger. So hübsch. Boah, sorry. Aber wie geil sieht die 80D aus, wenn man sie ein bisschen ausleuchtet?